Notfall Oberschenkelhalsbruch. Zurück in die Selbstständigkeit dank interdisziplinärer Behandlung. Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn man versehentlich stürzt, dann kommt man in jungen Jahren häufig mit einer Prellung oder mit einer Verstauchung davon. Aber wenn man schon älter ist, dann kann es schnell zu einem Knochenbruch kommen, zum Beispiel zu einem Oberschenkelhalsbruch. Und weil der Mensch im Alter eine besondere Versorgung braucht, arbeiten Chirurgen und Geriater inzwischen eng zusammen, um sie wieder gesund zu machen. So fordert es auch das deutsche Gesetz und Asklepios erfüllt dabei die höchsten gesetzten Standards. Bei mir ist Professor Dr. Michael Hoffmann. Er ist Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Sportorthopädie an der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie Zeit haben. Vielen Dank für die Einladung. Oberschenkelhalsbruch. Erklären Sie mir noch einmal genau, was passiert da? Ja, der Oberschenkelhalsbruch ist, wenn man in die Bruchstatistik schaut in Deutschland, ist das im Prinzip der häufigste Bruch, insbesondere des älteren Menschen. Und beim Oberschenkelhalsbruch ist es so, dass im Prinzip die Kugel vom Oberschenkel abbricht. Also wir haben ja das Becken, im Becken ist der Hüftkopf. Der Hüftkopf hat einen Hals, das ist der sogenannte Schenkelhals, und das ist die Verbindung zum Oberschenkelknochen. Mhm. Und beim Oberschenkelhalsbruch bricht, wie es der Name schon sagt, im Prinzip das Kopf-Hals-Fragment vom Oberschenkelknochen selber ab. Und warum ist das gerade für ältere Menschen so problematisch? Denn man hört ja von einer ganz hohen Sterblichkeitsrate auch dabei. Ja, also da gibt's sehr gute Daten zu. Man spricht von den sogenannten hüftgelenksnahen Femurfrakturen. Das klingt jetzt erstmal ganz furchtbar. Mhm. Was gemeint ist, sind praktisch alle Entitäten im Bereich des beckennahen Knochenbruchs vom Oberschenkel. Da zählt der Oberschenkelhalsbruch zu, das hatten wir schon gesagt. Es gibt aber auch andere Brüche da oben, die etwas anders versorgt werden als der Oberschenkelhalsbruch, aber letztlich, sag ich mal, gleich gefährlich sind für alte Leute. Wenn man sich in die Mortalitätszahlen einliest, das sind ja praktisch die Zahlen, die berichtet werden, wie viele Patienten, insbesondere von den Älteren, sterben denn, wenn sie sich einen Bruch in der Region zugezogen haben. Da muss man schon sagen, ist das sehr erschreckend. Also die Daten sagen da im Prinzip, dass 8% aller älteren Patienten, die sich einen Oberschenkelhalsbruch zuziehen, schon während des Krankenhausaufenthaltes sterben. Mhm. Ungefähr 15% in den ersten 3 Monaten und 25%, und das muss ich mal also vergegenwärtigen, ja. Das sind ja im Prinzip, das ist ein Viertel, ja. Ne? Ja, das ist ein Viertel aller Patienten innerhalb des ersten Jahres nach dem Zuziehen eines solchen Bruches. Und das ist eine erhebliche Mortalität, also eine erhebliche Sterblichkeit. Und deswegen macht es natürlich Sinn, in dieses Thema reinzuschauen und sich die Frage erstmal für mich als Unfallchirurgen und Orthopäden zu stellen. Also was können wir besser machen in unserem Fachbereich? Aber ist das vielleicht auch eine Bruchart, wo es Sinn macht, gerade bei den älteren Menschen, dass dieses Thema interdisziplinär anzugehen und zum Beispiel, wie in dem Fall, was wir heute besprechen wollen, die Geriatrie damit einzubinden? Ja, genau. Ich muss aber doch noch erstmal wissen, man stirbt doch nicht an dem Bruch selbst, oder? Nee, an dem Bruch selber nicht. Also es gibt auch Oberschenkelbrüche. Wenn sie unglücklich brechen, dass sie sich ein großes Gefäß verletzen, dann kann man natürlich schon daran sterben. Natürlich. Und in so einen Oberschenkel passen 4-5 Liter Blut rein. Und ein Mensch, also in unserem Alter, von unserer Gewichtsklasse, wir haben, denke ich, so 6-7 Liter. Und wenn sie 4 Liter verlieren, haben sie schon ein Thema. Kann man dran sterben grundsätzlich. Ja, ja. Aber das ist letztlich nicht der Grund, warum ältere Menschen am Oberschenkelhalsbruch sterben. Das Problem ist, dass wenn man sich da oben etwas bricht, dann hat man zunächst einmal eine Frakturkrankheit, so nenne ich das immer. Also dadurch, dass praktisch Teile vom Knochen gebrochen sind, wird das Immunsystem massiv praktisch angeregt. Es werden ganz viele Entzündungsmediatoren ausgeschüttet. Der Körper kommt in eine Art Alarmstimmung. Und das ist mit einer der Gründe, warum wir diese Brüche praktisch möglichst früh operativ versorgen müssen, um diese Fraktur- oder Bruchkrankheit praktisch daraus zu bekommen. Die anderen Sterblichkeitsursachen sind dann praktisch eher im Verlauf. Nach der operativen Versorgung ist zum Beispiel viele Tabletteneinnahmen, eine falsche Schmerztherapie, ein falsches Flüssigkeitsmanagement. Die Patienten werden tagelang im Bett gelassen, ohne dass man mit ihnen aufsteht. Also das sind alles so Faktoren, die dann zu einer, wie soll ich sagen, teuflischen
teuflischen Kombination werden und dann letztlich zu einer verfrühten Sterblichkeit führen kann. Ja, genau. Und wenn Sie jetzt sagen, es hat Sinn, in dem Zusammenhang zusammenzuarbeiten mit einem Geriater, was Sie ja auch machen, sehr früh und was ja auch das ganze Haus will, was heißt das denn dann praktisch? Ja, das heißt, also im Prinzip geht es darum, Sie haben einen älteren Patienten, der stürzt zu Hause, ist ja das Häufigste, was passiert. Der kommt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus, zu uns in die Notaufnahme. Und dann müssen wir den Patienten ja erstmal identifizieren, dass das ein älterer Mensch ist, der ein hohes Risiko hat. Die Diagnose muss gesichert werden, das heißt, er kriegt schnelle Röntgendiagnostik. Wir sehen Oberschenkel-Halsbruch. Und dann sind für uns sozusagen diese Indikatoren gegeben, okay, das ist ein Patient, um den müssen wir uns besonders kümmern, weil der eine erhöhte Sterblichkeit hat. Und besonders kümmern bedeutet dann, dass wir nach Identifikation dieses Patienten sagen, okay, den wollen wir unserer interdisziplinären Zusammenarbeit mit den geriatrischen Kollegen zuführen. Das bedeutet, wir halten unsere Standards erstmal ein, Operation innerhalb der ersten 24 Stunden, binden aber im Prinzip von dem Moment an, wo der Patient in der Notaufnahme ist, ihn in diese geriatrische Mitbehandlung ein. Und wir machen gemeinsame Visiten mit den Geriatern bei uns zusammen. Und durch diese interdisziplinäre Kooperation können zum Beispiel Themen wie das Delir, also das ist einer der Gründe, warum Patienten praktisch in der Frühphase schon sterben, können die erfolgreich praktisch vom Auftreten her reduziert werden. Ja. Ne? Und damit haben wir natürlich nach hinten raus einen deutlichen Einfluss auf das Überleben gerade der älteren Patienten. Aha. Das heißt dann auch, dass der Geriater ja quasi auch bei Ihnen in die Unterlagen guckt oder in die des Patienten, um dann zu sagen... Das war am Anfang. Also wir haben ja, also der Datenschutz in Deutschland wird ja sehr hochgehängt, ne? Auch zu Recht, muss man sagen. Das will ich gar nicht anzweifeln. Aber wenn Sie jetzt interdisziplinär im Team zusammenarbeiten, müssen Sie natürlich erstmal eine vertragsrechtliche Grundlage haben, damit der eine in die Behandlungsdaten des anderen reinschauen kann. Ne? Gut, das soll jetzt die kleinste Aufgabe sein, aber es ist zumindest ein Baustein, den man erstmal lösen muss. Und ja, wir haben das erfolgreich gelöst und es ist in der Tat so, dass praktisch, wir rufen in dem Moment, wo wir die geriatrischen Kollegen anrufen, können die bei unseren Patienten in die Akten reingucken, können zum Beispiel einen Medikamentenplan sehen, können Vorerkrankungen sehen, können sich schon mal ein Rundumbild machen, was für ein Patient ist denn da jetzt aufgeschlagen und was für ein Patient wird dort behandelt und können dann bereits in der Frühphase schon ein Behandlungskonzept erarbeiten, was wir dann im Team gegenseitig abstimmen. Und Ihr Part ist ja dann der chirurgische, das heißt, Sie haben also wahrscheinlich gesehen im Röntgen oder in einer anderen Bildgebung, dass es diesen Bruch gibt. Wobei es gibt ja auch nicht diesen Bruch, es gibt, glaube ich, ganz verschiedene Brüche, oder? Wie gehen Sie da vor, damit der Patient am Ende wieder stehen und laufen kann? Ja, das ist eine gute Frage, muss man sagen. Und also zum Glück gibt es nicht nur einen Bruch, sonst hätten wir es sehr einfach, muss man sagen. Wir sind zwar die Handwerker unter den Ärzten, haben aber doch einen gewissen intellektuellen Anspruch an unsere Tätigkeit dennoch. Man macht ein Röntgenbild in der Regel zuallererst und diese Brüche sind in einem Standard-Röntgenbild immer sehr gut zu sehen. Wenn das Röntgenbild selber nicht ausreicht, kann man auch eine CT, also eine Schnittbilddiagnostik, also nachfahren, die auch dann im Prinzip in der Notaufnahme direkt gemacht wird. Unser Anspruch an die operative Therapie ist, dass wir die Patienten innerhalb von 24 Stunden operativ versorgen. Hatten wir ja gerade schon aufgemacht, dieses Thema Bruchkrankheit oder Frakturkrankheit. Wir wollen es gar nicht erst zu dieser Immunmodulation kommen lassen. Frühzeitige Versorgung ist im Prinzip ein Garant, dass man die Mortalität möglichst gering hält. Das zweite ist, wir wollen Implantate verwenden, mit denen der Patient Orthesen frei voll belasten kann. Also wir wollen nicht irgendwas gerade an den älteren Menschen operieren, wo es dann heißt, er darf 6 Wochen lang nicht drauftreten. Mhm. Denn ein älterer Patient, der 6 Wochen lang auf ein Bein nicht drauftreten kann, hat ein Problem und kann gar nicht so sehr in der Frühphase so schnell mobil werden wie ein Patient, der praktisch voll auf sein Implantat drauftreten kann. Das führt dann wiederum zu Muskelschwund und da hat er praktisch ein Problem. Mhm. Das heißt, unser Anspruch, OP schnellstmöglichst, in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Und das zweite ganz wichtige ist, dass wir ein Implantat verwenden, was eine unmittelbare Vollbelastung ermöglicht, damit die Patienten direkt am Tag nach der Operation oder noch besser am Tag der Operation aus dem Bett raus können mit den Krankengymnasten zusammen und ihre ersten Gehversuche wieder machen. Denn Bewegung
ist letztlich das, was auf das funktionelle Ergebnis den größten Einfluss hat. Und auch Sachen wie Lungenentzündungen, Harnwegsinfekte und dergleichen, die alle ein veritables Komplikationsrisiko darstellen, können Sie positiv beeinflussen, wenn Sie den Patienten gleich aus dem Bett holen und voll belasten lassen. Und wie kriegen Sie das hin, dass Sie sozusagen mit einem Schuss, hätte ich fast gesagt, ihm das Richtige geben, damit er danach voll belastet stehen kann? Das richtige Implantat? Ja. Ja. Oder überhaupt welches? Genau, das also richtig. Die Frage lässt sich, also die ist ein bisschen komplexer, als sie auf den ersten Blick klingt, muss man sagen. Ja. Was daran liegt, dass es praktisch also im Bereich des Oberschenkels Brüche gibt, die können Sie sehr gut mit einem Nagel versorgen. Ne? Und dann baut man einen Nagel praktisch in den Patienten ein. Und diese Nägel sind in der Regel auch sofort belastungsstabil. Also auch da kann man voll drauf treten. Dann gibt es den klassischen Oberschenkelhalsbruch, der sich dadurch auszeichnet, dass praktisch der Bruch durch den gefäßversorgenden Hals geht. Und in dem Moment, wo der Oberschenkelhals bricht beim älteren Menschen, hat der Kopf, der in der Beckenpfanne sitzt, hat er keine Blutversorgung mehr. Und der stirbt dann ab. Das heißt, da kommen Sie mit einem Nagel nicht weiter, denn wenn Sie das zusammenschrauben würden, hat der Patient ein hohes Risiko, dass der Kopf nicht anwächst, weil die Gefäßversorgung kaputt ist und Sie ihn dann im Prinzip innerhalb von 6-12 Monaten erneut operieren wollen. Und das wollen Sie halt beim älteren Menschen nicht. Das heißt, da geht der Fokus dann darauf, beim älteren Menschen, der sich den Schenkelhals bricht, dass wir das eher mit einer Endoprothese ersetzen, also einem künstlichen Gelenkersatz, sodass dieses Kopf-Hals-Fragment, was die Blutversorgung praktisch verloren hat, künstlich ersetzt wird und wir dann eine Versorgung für den Patienten haben, die eine Vollbelastung unmittelbar nach der Operation erlaubt. Und das zweite Gute ist, dass Sie einen risikoarmen Eingriff haben im Sinne einer Revisionsoperation. Das heißt, Sie haben damit eine Situation geschaffen, künstliches Gelenk ist drin. Das Risiko, dass Ihr Kopf nicht mehr an die Gefäßversorgung den Anschluss findet, ist damit vom Tisch. Und der Patient hat ein minimales Risiko, nochmal daran operiert zu werden. Das heißt also eine Prothese mit einem Schaft, mit einem Kopf und muss auch die Pfanne neu? Ja, das ist eine gute Frage. Wir tendieren dazu, eher eine Vollprothese zu machen. Und eine Vollprothese bedeutet, wir ersetzen die Pfanne und den Schaft. Es gibt auch sogenannte Hemiversorgung. Der klassische Duokopf, das hat man wahrscheinlich schon mal gehört, ist ein Vertreter davon. Da würde man ja nur den Schaft ersetzen, kommt ein Großkopf drauf und dieser Großkopf wird einfach in die Pfanne zurückgebracht. Wir tendieren eher dazu, also zur Vollprothesenversorgung, weil wir da also auch im Langfrist und unsere Senioren werden ja immer älter. Ne? Und da haben Studien gezeigt, dass mit einer Vollprothese im Prinzip in der Langfristigkeit her sich bessere Ergebnisse erzielen lassen, als wenn Sie es mit einer Halbprothese machen. Ja, okay. Und wie lange ist denn der Patient bei Ihnen? Der Patient ist ungefähr so 5 bis 7 Tage bei uns. Mhm. Ne? Und er hält jeden Tag Krankengymnastik praktisch. Ja. Wird jeden Tag, und das ist ganz wichtig, mit ihm wird jeden Tag aufgestanden. Er erhält praktisch Krankengymnastik auch für die Lunge, dass er wieder gut durchatmen kann. Dann wird er gesehen von den Geriatern bei uns auch auf Station. Und dann planen wir im Prinzip von Tag 1, also von dem Tag nach der Operation, planen wir praktisch die Weiterbehandlung und die gemeinsame Rehabilitation. Und die Rehabilitation ist eine geriatrische Rehabilitation, die praktisch speziell auf die Bedürfnisse der älteren Menschen dann zugeschnitten ist. Bei Ihnen im Hause? Nein, das befindet nicht bei uns im Hause statt. Wir haben dafür einen Kooperationspartner. Das ist bei uns das Team von Dr. Gerke aus Nord. Mit denen arbeiten wir ganz eng zusammen, sodass der Patient praktisch nach dieser Akutphase bei uns dann weiter verlegt wird, in der Regel nach Nord. Aha, das heißt also, er steigt einmal in ein Auto, steigt dort wieder aus. Aber sicherlich haben die beiden Teams, also Ihr Team und das von den Geriatern, noch Kontakt dann. Ja, selbstverständlich. Natürlich. Also wir haben ja Interesse an unserem Patienten, das ist ganz wichtig. Und das Interesse geht über den Akutaufenthalt hinaus. Mhm. Und wir wollen praktisch auch, also wir haben ein Interesse auch an Daten von unseren Patienten. Denn wir machen Sachen praktisch anders als andere Kliniken. Wir haben sehr hohe Standards. Mhm. Und wir wollen natürlich auch sehen und dokumentieren, dass wir mit diesen hohen Standards auch Ergebnisse erreichen wollen, die besser sind als der Durchschnitt. Und deswegen sind wir natürlich auch an der interdisziplinären Zusammenarbeit und an den funktionellen Ergebnissen des Patienten über den reinen Krankenhausaufenthalt hinaus interessiert. Ja, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich danke ebenfalls. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!